In diesem Video zeige ich dir, warum die 1089 eine magische Zahl ist. Denke dir eine dreistellige Zahl. Wichtig ist, dass die erste und die dritte Ziffer verschieden sind und keine davon eine 0 ist. Ich zeige dir den Trick jetzt mal mit der 925. Du hast dir auch eine Zahl ausgesucht? Super! Drehe diese Zahl jetzt um. Aus meiner Beispielzahl 925, 9, 2, 5, wird also die 529, 5, 2, 9. Nun ziehst du die kleinere der beiden dreistelligen Zahlen von der größeren ab. In meinem Beispiel also 925 minus 529. Und damit man sich das mit dem Abziehen besser vorstellen kann, zeige ich dir das jetzt mit Geld. Okay, ich habe hier beide Zahlen untereinander geschrieben und fange jetzt wie immer von hinten an, bei den Einern. Weil ich 9 Einer von 5 Einern nicht abziehen kann, muss ich mir einen Zehner borgen und den klein machen in 10 Einer. Ich nehme also einen Zehner hier weg und habe hier jetzt 5 Einer plus 10 Einer, also 15 Einer. 15 Einer minus 9 Einer ergibt 6 Einer. Weiter zu den Zehnern. Und schon wieder, ein Zehner minus zwei Zehner geht nicht. Ich muss mir also einen Hunderter borgen und in 10 Zehner klein machen. Jetzt sind es nur noch 8 Hunderter und 11 Zehner. 11 Zehner minus zwei Zehner ergibt 9 Zehner. Bleiben noch die Hunderter. Hier ist es einfach. 8 Hunderter minus 5 Hunderter ergibt 3 Hunderter. Das Ergebnis ist also 3 Hunderter, 9 Zehner und 6 Einer, 396. Mit diesem Ergebnis mache ich jetzt weiter und schreibe es dafür noch einmal neu hin. Du nimmst einfach dein eigenes Ergebnis zum Weiterrechnen. Mein Ergebnis drehe ich jetzt wieder um. Aus 396, 396, wird 693, 693. Du machst dasselbe mit deinem Ergebnis. Beide Zahlen schreibst du untereinander. Jetzt addierst du die beiden Zahlen. Ich mache das hier mal vor. 6 Einer plus 3 Einer sind 9 Einer. 9 Zehner plus 9 Zehner sind 18 Zehner. Und 3 Hunderter plus 6 Hunderter sind 9 Hunderter. Das Ergebnis 1089. Fällt dir etwas auf? Das Verblüffende, das Ergebnis dieser Rechnung ist immer 1089, egal mit welcher dreistelligen Zahl du angefangen bist. Das klappt mit jeder Zahl. Warum? Das erkläre ich dir jetzt. Um zu zeigen, dass das immer gilt, ersetzen wir unsere Zahlen jetzt durch Buchstaben. Unsere dreistellige Zahl hat dann die Ziffern A, B und C. Dabei beschreibt A die Anzahl der Hunderter, B die Anzahl der Zehner und C die Anzahl der Einer. Mit dieser Zahl machen wir jetzt wieder unsere Schritte. Erstmal drehen wir sie um. Aus A, B, C wird CBA. Wir können dabei einfach festlegen, dass A größer sein soll als C und ziehen damit wieder die kleinere von der größeren Zahl ab. Dass A größer ist als C, nutzen wir jetzt aus. Wir nennen den Abstand zwischen A und C D. Also ist A minus D das gleiche wie C. Wenn wir also von A C abziehen, bleibt genau d übrig. Und wenn wir von der kleineren Zahl c die größere Zahl a abziehen, bleibt minus d. Die unteren beiden merken wir uns, die brauchen wir noch für unsere Erklärung. Jetzt zurück zu unserer Subtraktion. Wir wollen nun also a Einer von c Einern wegnehmen.
C ist aber kleiner als A, deswegen geht das nicht. Wir borgen uns deshalb wieder einen Zehner und behalten nur noch B minus einen Zehner übrig. Dafür bekommen wir 10 Einer dazu. Weil wir ja noch wissen, dass C Einer minus A Einer minus D Einer sind, sind C Einer plus 10 Einer minus A Einer genau 10 minus D Einer. Das schreiben wir hin. Jetzt machen wir bei den Zehnern weiter. Weil die Einer sich vorhin einen Zehner geborgt hatten, haben wir hier wieder einen Zehner zu wenig und müssen uns einen Hunderter borgen. Wir nehmen also einen Hunderter und wechseln diesen in 10 Zehner. Dann haben wir nur noch A minus einen Hunderter und dafür 10 Zehner mehr. Wir haben nun also B minus einen Zehner plus 10 Zehner. Das ist dasselbe wie B Zehner plus 9 Zehner. Davon ziehen wir B Zehner wieder ab. Es bleiben also nur noch die 9 Zehner übrig. Zu den Hundertern. Hier rechnen wir A minus einen Hunderter minus C Hunderter. Wir wissen ja noch, dass A minus C genau D ist. Nun haben wir noch einen Hunderter weniger, also D minus einen Hunderter, der übrig bleibt. Das ist also unser Ergebnis für den ersten Schritt, wenn wir ganz allgemein mit Variablen rechnen. Weil das so kompliziert aussieht, schreiben wir das jetzt nicht nochmal extra hin, sondern rechnen mal direkt damit weiter. Wir drehen unsere Ergebniszahl wieder um und schreiben beide Zahlen untereinander. Jetzt addieren wir wieder. Dafür legen wir diesmal direkt zusammen, wie viele Hunderter, Zehner und Einer wir haben. Bei den Hundertern haben wir also 10 minus d plus d minus 1 Stück. Wir schreiben die Hunderter mal als Einheit dahinter, um uns das besser merken zu können. Dann die Zehner. Hier haben wir 9 plus 9 Stück, das sind 18 Zehner. Und dann noch die Einer. Machen wir mal hier oben, da ist mehr Platz. Hier haben wir 10 minus d plus d minus 1 Stück. Wir schreiben wieder die Einheit einfach nach hinten, um sie uns zu merken. Die Zahlen, die bei den Hundertern und Einern stehen, kann man jetzt noch vereinfachen. 10 minus d plus d minus 1 ist dasselbe wie 10 minus d plus d minus 1. Hier haben wir also minus d plus d und das hebt sich gegenseitig auf. Und 10 minus 1 ist 9. Wir haben also 9 Hunderter. Bei den Einern ist es genau dasselbe. 10 minus d plus d minus 1 ist wieder dasselbe wie 10 minus d plus d minus 1. Plus d und minus d hebt sich gegenseitig auf und von der 10 minus 1 bleiben 9 übrig. Es sind also auch 9 Einer. Insgesamt haben wir also 9 Hunderter, 18 Zehner und 9 Einer. Das sind 900 plus 180 plus 9. Und das ist immer 1089, ganz egal, mit welchem A, B und C du angefangen hast.